Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Ich bin der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 4. Oktober. Heute dabei Microsoft Groove, Android Oreo, iOS 11, Snapchat, Uber, Yahoo und Dropbox. Ja, schönen guten Morgen. Ich bedanke mich nochmal bei Martin für die ersten beiden Tage dieser Woche, der für mich übernommen hat, und ihr habt mich jetzt für den Rest der Woche dabei. Und beginnen tue ich mit Microsoft Groove. Microsoft Groove ist der Streaming-Dienst von Microsoft, den witzigerweise kaum einer kennt. Zumindest war das meine Erkenntnis, als ich mal rumgefragt hatte. Also praktisch der Konkurrent zu Apple Music, wenn wir mal bei den Großen bleiben, Google Music und natürlich sowieso zu Spotify. Ja, und der wird jetzt eingestellt. Es macht anscheinend keinen Sinn mehr und Microsoft strebt stattdessen eine Kooperation mit eben diesem besagten Spotify an. Man kann dementsprechend auch seine Groove-Songs übertragen zu Spotify und das sollte man auch machen, denn die Chance hat man nur noch bis Ende des Jahres und Microsoft gibt auch detaillierte Informationen dazu. Bekannt, beziehungsweise hat eine Website mit Infos dazu aufgesetzt. Den Player, den Groove Player, den will Microsoft übrigens behalten und mit dem kann man dann ja zum Beispiel lokale Musik abspielen. Ob das überhaupt nötig ist heutzutage, ist eine andere Sache. Aber wenn ihr halt Microsoft Groove Kunde seid und jetzt zu Spotify wechseln wollt, könnt oder müsst, dann schaut euch doch mal den Link in unseren Shownotes an. Da findet ihr die Info, wie ihr das bewerkstelligen könnt. Android, ja. Android ist sehr fragmentiert, wie wir alle wissen, denn immer wenn ein neues Android-Betriebssystem rauskommt, wird es eben nicht auf alle Geräte gepusht oder auf die aktuellsten, wie im Gegensatz bei Apple, wo relativ schnell das neueste iOS immer auf den Geräten verfügbar ist und auch von den Leuten angenommen wird. Ganz alte Geräte natürlich ausgenommen. Ja, und Android 8.0 oder Android Oreo ist ja auch seit knapp einem Monat am Start und jetzt gibt es die ersten Infos, die erste Statistik und Android Oreo ist nur auf 0,2% aller Geräten installiert. Das liegt auch daran, dass viele Geräte gar keine Möglichkeit haben, auf Oreo zu updaten, obwohl sie technisch es wahrscheinlich könnten, denn die Hersteller sitzen ja noch dazwischen und von daher sieht es bei Android sogar richtig schlecht aus, denn dort gibt es immer noch einen enorm hohen Prozentsatz von alten Android-Versionen, die teilweise auch Sicherheitslücken haben. Von daher, ja, nicht so tolle Informationen, aber Android Oreo wird auf jeden Fall steigen, die anderen werden runtergehen, aber eben nicht so schnell wie bei den Kollegen von Apple. Und wenn wir schon bei den Kollegen von Apple sind, die sind sogar schnell dabei, denn nach iOS 11 und nach dem ersten Update iOS 11.0.1 gibt es jetzt schon 11.0.2. Das ist praktisch nach 2 Wochen, würde ich mal sagen, Pi mal Daumen. Und das sind größtenteils Updates, die sich auch auf Fehler mit dem iPhone 8 und iPhone 8 Plus beziehen, das ja seit kurzem, seit letzter Woche auch auf dem Markt vertreten ist. Und generell werden auch noch ein paar andere Fehler behoben. Also wie immer, es empfiehlt sich abzudaten, denn ja, updaten ist immer gut. Vielleicht ruhig mal 1-2 Tage abwarten, lesen, was so geschrieben wird, ob es Probleme gibt. Aber dann zügig einfach mal ins Menü und den Update anschmeißen. Snapchat, die sind jetzt dabei, Startups eine Möglichkeit zu geben, günstig bzw. teilweise anscheinend sogar umsonst auf deren Plattform Werbung zu machen. Das ist eine Initiative, die Snapchat jetzt bekannt gegeben hat und das Programm heißt Snap Accelerate und dort wird Startups die Möglichkeit gegeben, bis zu 100.000 US-Dollar an Werten zu bekommen von Snapchat und da sind Geofilter fürs Hauptquartier dabei, genauso wie Services, um eine Anzeige zu gestalten oder andere Filter zu gestalten zu lassen und dann auf Snapchat auszuspielen. Also wirklich spannende Sachen, die sonst auch ein Heidengeld kosten und es gibt 3 verschiedene Levels, Kickstart, Sprint und Scale und die unterscheiden sich dann auch in den Goodies, die man bekommt. Also startet mit 10.000 US-Dollar und ja, geht natürlich auch hoch bis 50.000 und die entsprechenden 100.000. Und ja, wer ein Startup hat, kann sich nun entsprechend dafür bewerben. Generell anscheinend wohl jedes Startup, was zumindest ein Venture Capital Backing hat, aber Snapchat richtet sich wohl schon eindeutig an eher an
mobilorientierte Endkunden-Apps, wo die Werbung auf Snapchat dann entsprechend auch Sinn macht. Ja, und nach Snapchat wechseln wir mal rüber zu Uber. Denn Uber, dort hat jetzt das Board die Investment, das Investment Proposal von Softbank angenommen. Also Softbank hat gesagt, ja, wir wollen bei Uber rein. Wir möchten investieren, 8 bis 10 Milliarden US-Dollar. Und sowas muss abgesegnet werden. Und das Board hat nun, also der Verwaltungsrat oder ich weiß nicht, was der korrekte Übersetzung wäre, aber das Board of Directors hat nun einstimmig gewählt, dass das in Ordnung ist, dass Softbank rein kann, entsprechend mit dem Geld. Nicht alle Investoren sind der gleichen Meinung. Ja, so schaut's aus. Und diese Entscheidung, wenn sie jetzt dann durchgezogen wird, wird auch noch weitere Entscheidungen nach sich ziehen bei anderen Unternehmen. Denn auch Google war ja interessiert und eventuell geht es dann jetzt beim Uber-Konkurrenten Lyft halt los und Leute wollen auch dort rein. Ja, wo ich jetzt gerade Google erwähnt habe, viele werden sich noch erinnern oder wenige vielleicht auch nur an die ganz frühen Zeiten, dass Yahoo ganz groß war. Viele werden sich noch daran erinnern, dass Yahoo gehackt worden ist. Das wollte ich sagen. Ja, Yahoo wurde ja gehackt vor ein paar Jahren. Und bisher hatten sie gesagt, ja, 1 Milliarde ihrer 3 Milliarden Konten sind davon betroffen geworden. Und was ist jetzt die Wahrheit? Jetzt haben sie gesagt, nee, es sind anscheinend alle 3 Milliarden Konten betroffen. Und dementsprechend alle 3 Milliarden Konten können gehackt sein. Und das können die Namen, die E-Mail-Adressen, die Telefonnummern, Geburtsdaten und Passwörter sein, die da rumfliegen im Netz. Und dementsprechend, ja, schaut schlecht aus. Mittlerweile ist Yahoo ja auch schon Geschichte, sind jetzt Bestandteil letztendlich von Verizon und ja, die haben schon vorab Geld bekommen, also ein Discount auf ihre Übernahme, dementsprechend aufgrund des alten Hacks und jetzt sieht die Übernahme noch schlechter aus, würde ich mal sagen. Tja, dumm gelaufen für einen ehemaligen Internetriesen. Und kein Internetriese, aber auch schon extrem lange dabei. Also die sind ja, zumindest habe ich sie im Einsatz schon seit 2009 oder 10 würde ich sagen, Dropbox. Dropbox, die haben nämlich jetzt nichts generell Neues gemacht, aber einfach ihre Marke überarbeitet. Die haben ein neues Branddesign vorgestellt. Die Box, das Icon, ist jetzt eigentlich keine richtige Box mehr, sondern eigentlich nur noch 5 diamantförmige Symbole, also Vierecke, die in dieser Diamantform, ich weiß nicht, wie man sie anders benennen möchte, die entsprechend immer noch eine Box suggerieren. Und gleichzeitig haben sie einen neuen Schriftsatz eingeführt und das ist die Sharp Grotesque. Und das Gesamte sieht auf den ersten Blick gar nicht so neu aus und viele werden es gar nicht merken, dass es eine Veränderung gab. Aber sie ist da und gleichzeitig hat Dropbox auch noch verschiedene Color Schemes vorgestellt, die schon sehr retro und 70er Jahre ausschauen. Und ich weiß nicht, wohin sie damit möchten, aber ja, schauen wir mal. Ist zumindest eher ein sanftes und leichtes Rebranding, wenn man überhaupt davon reden kann, im Gegensatz zu dem, was wir ja gesehen haben, beispielsweise von Airbnb und Uber in den letzten Jahren. So, und das war's auch für heute für den Geek Talk Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ist ja dann so gesehen Bergfest. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder und freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.